gucken wir uns jetzt vielleicht die interessantere der Regeln an für die Ableitung, also die algebraischen. Da habe ich jetzt die Summe behandelt. Das ist mehr oder weniger das Einzige, was man allgemein machen kann. Aber dann hatten wir im Eindimensionalen ja noch die Regel für die Komposition, ja, fürs Zusammensetzen. Das war die Kettenregel und die war halt besonders wichtig. Und die haben wir halt hier auch, nicht? Also die Regel für die Komposition. Und die sieht im Prinzip genauso aus wie im Eindimensionalen, wenn man das Ganze halt nur richtig liest, insbesondere wenn man es in der Sprache der linearen Abbildung oder der Matrizen hinschreibt. Wenn man es in Komponenten hinschreibt, dann kann es halt kompliziert aussehen, aber eigentlich ja, auf der Ebene der Matrizen oder so ist es eigentlich sehr kanonisch und sehr schön. Aber gut, überlegen wir uns mal, was wir haben. Also ich will jetzt zwei Funktionen zusammensetzen, die halt von irgendeinem r hoch, sagen wir, m in r hoch k gehen und dann geht es weiter vom r hoch k in den r hoch n. Nicht? Also die Funktionen müssen natürlich zusammenpassen. Also da, wo die erste landet, da muss die zweite dann definiert sein. Nicht? Also die Situation ist halt folgende. Also ich gehe vom r hoch m, sagen wir, in den r hoch k, nicht? Und dann gehe ich weiter in den r hoch n. Gut. Dazwischen habe ich also zwei Funktionen. Gut, die müssen nicht wieder überall definiert sein. Also sagen wir hier auf einer Teilmenge u und hier auf einer Teilmenge v. Und dann habe ich eine Funktion g, ja, die geht also von u nach v. Nicht? Also die geht von dieser Teilmenge im r hoch m in den r hoch k und zwar in eine Menge v drin. Und auf dieser Menge soll dann die zweite Funktion definiert sein und die nenne ich mal f. Gut, und da brauche ich halt jetzt keine besondere Bezeichnung oder so für, da wo die hingeht, die geht einfach in r hoch n. Das soll die Funktion f sein. Ne? Also die kann ich dann hintereinander ausführen und dann habe ich die Komposition, die halt von hier direkt in den r hoch n geht. Das ist ja das, was wir mit f nach g bezeichnet haben, also f Kringel g. Ne? Das heißt, erst wird das g angewandt und dann das f. Das f wird dann auf das angewandt, was bei dem g rauskommt. Gut, und jetzt müssen wir uns überlegen, wie sieht es dann mit den Ableitungen aus? Nicht? Also wir gehen ja dann die Ableitung, also ich habe, meine, das hier ist eine Funktion von r hoch m in r hoch k, also da habe ich eine Ableitung, das ist eine lineare Abbildung von hier nach hier. Hier habe ich eine Ableitung, das ist eine lineare Abbildung von hier nach hier. Und dann habe ich für dieses Ding hier, habe ich halt auch eine Ableitung, wenn alles differenzierbar ist, das geht von hier nach hier. Und die Frage ist, wie hängen die miteinander zusammen? Gut, aber ich meine, das ist eigentlich klar, wie die zusammenhängen sollten. Also male ich es hier nochmal hin. Also ich gehe ja vom r hoch m in den r hoch k, also von hier nach hier. Und die Ableitung von meiner Funktion g ist natürlich genau eine lineare Abbildung von r hoch m nach r hoch k. Und die Ableitung von der Funktion f ist natürlich eine lineare Funktion von hier nach hier. Also das df, das geht in den r hoch n. Ja, und natürlich die Komposition, die lineare Abbildung, die Ableitung von der Komposition, die muss natürlich von hier nach hier gehen. Das heißt, das df, das d von der Komposition, also d von f nach g, das muss von hier nach hier gehen und es bietet sich jetzt natürlich an, dass diese lineare Funktion hier auch nichts anderes sein sollte, als die Komposition von den beiden linearen Funktionen, die ich da habe. Oder wenn ich es durch Matrizen ausdrücke, sollte das nichts anderes sein, als die entsprechende Matrixmultiplikation. Also das, was man erwartet, was wir dann sehen werden, gut, was vielleicht noch nicht ganz klar ist, darum schreibe ich noch ein Fragezeichen drüber, ist, dass das hier, das sollte ja dann df mal dg sein. Das ist eigentlich das einzig Sinnvolle, was ich aus diesen beiden linearen Abbildungen bilden kann, was von hier nach hier geht. Also einfach die Hintereinanderausführung von denen. Gut, und für lineare Abbildung wissen wir ja, das entspricht der Matrixmultiplikation. So war die Matrixmultiplikation ja genau definiert. Ja, nicht? Also das hier, was ich hier habe, ist also die Komposition von den linearen Abbildungen. Nicht? Und das entspricht ja der Matrizenmultiplikation. Gut, aber vielleicht wollen wir uns das jetzt auch mal überlegen, wieder mit unserer Definition, dass es wirklich so der Fall ist. Und bei der Komposition, bei der Ableitung der Komposition, das Einzige, worauf man vielleicht ein bisschen achten muss, ist, dass man die Ableitung an den richtigen Stellen nimmt. Nicht? Weil die Stellen verändern sich ja, wenn ich hier
meine beiden Abbildungen hintereinander ausführe. Aber im Prinzip sieht man das, wenn man das sich jetzt einfach mit der Definition hinschreibt, wieder, dass man einfach guckt, wenn ich weiß, wie kann ich f linear approximieren und ich weiß, wie kann ich g linear approximieren, wie kann ich dann die Zusammensetzung linear approximieren. Gut, also ich nehme mal an, das f und das g sind beide differenzierbar. Ja, und dann kann ich halt ausrechnen, ob die Komposition auch differenzierbar ist. Und ich gucke mir jetzt einen Punkt x an, ne, und ich muss nachher sehen, an welchen Punkten soll ich jetzt annehmen, dass f und g differenzierbar ist. Lasse ich das erstmal offen, ne, und ich will, dass das Endergebnis in einem Punkt x differenzierbar ist, sagen wir. Ne. Okay, so haben wir also ich gucke mir jetzt die Zusammensetzung an und ja, wenn ich wissen will, ob die differenzierbar ist im Punkt x, dann muss ich mir halt den Punkt x nehmen und eine Umgebung davon, das heißt, ich addiere jetzt so ein Xi dazu, ja, und muss gucken, wie ich das schreiben kann als f nach g von x plus irgendwas Lineares in Xi. Ja, gut, aber was ist es hier? Nach Definition ist ja f nach g von irgendeinem Argument, ist g angewandt auf das Argument und das, was da rauskommt, darauf wende ich das f an. Also das hier ist jetzt f von g von x plus xi. Gut, jetzt sehe ich hier, wende ich das g an auf x plus xi. Ich sollte also wohl voraussetzen, dass das g bei x differenzierbar ist. Und dann kann ich hinschreiben, wie sich das hier in der Nähe verhält. Nicht? Also hier nehme ich halt an, dass es g bei x differenzierbar ist. Und dann, was habe ich dann hier? Dann habe ich also f von, und das g von x plus xi ist ja dann g von x plus die Ableitung von g, na, das ist also das dg. Und jetzt schreibe ich wirklich dabei, an welcher Stelle ich das mache. Also das ist dg von x, na, das ist die Ableitung von der Funktion g an der Stelle x. Das ist meine lineare Abbildung und die wird angewandt auf das Xi. Also ich mache das mal mit dem Mal. Das ist dann wirklich die Multiplikation von dieser Matrix mit diesem Vektor. Ja, gut, okay. Und dann habe ich natürlich noch einen Korrekturterm, der halt gegen 0 geht. Den nenne ich halt mal wieder R1 von Xi in dem Fall. Das ist das R, das zu G dazu gehört. Ja, gut. Jetzt habe ich natürlich das F angewandt auf das hier. Und ja, was ich hier habe, ist also jetzt das g von x plus noch irgendwas in der Umgebung. Und jetzt sollte ich natürlich die Ableitbarkeit von f an der Stelle g von x nehmen. Ja. Das heißt, ich habe jetzt hier das g von x plus dieser Term hier. Und dieser Term ist ein kleiner Term, wenn das xi klein ist. Ja. Von daher, wenn ich jetzt annehme, also sagen wir hier oben habe ich angenommen, hier ist also g bei x differenzierbar. Na, das ist hier kanonisch, weil ich hier das x drin stehen habe. Und jetzt für das f, da steht hier das g von x. Da muss ich mir jetzt angucken, was gibt mir die Differenzierbarkeit bei g von x. Also hier sollte ich annehmen, dass es f bei g von x differenzierbar ist. Ja, aber das war genau wie im Eindimensionalen. Also es kommt jetzt da nichts Neues dazu, sondern es verhält sich alles so wie im Eindimensionalen. Da hatten wir ja auch, dass wir das Produkt von den Ableitungen nehmen mussten, aber halt an den verschiedenen Stellen, an den richtigen Stellen. Und hier sieht man, welches die richtigen Stellen sind. Gut. Was sagt mir jetzt die Differenzierbarkeit von f an dieser Stelle? Die sagt mir, dass ich das schreiben kann als f von dieser Stelle, g von x. Und dann kommt halt der lineare Term dazu, also der ist gegeben durch die Ableitung, angewandt auf das, was ich hier stehen habe. Ja, das heißt, ich habe also jetzt plus die Ableitung von f, aber jetzt natürlich an dieser Stelle, ja, also hier habe ich jetzt df von g von x stehen. Und worauf muss ich das anwenden? Ich muss das anwenden auf diesen Term hier. Ja? Na, das ist ja genau das, was ich bei der Ableitung mache. Ja, ich nehme x, die Stelle, wo ich die Ableitung nehme, plus irgendwas. Und dann kriege ich halt die Funktion an der Stelle plus die Ableitung angewandt auf das Irgendwas. Und das Irgendwas ist halt hier, das ist jetzt ein größerer Term, das ist dieses dg an der Stelle x angewandt auf xi plus R1 von Xi. So, das ist jetzt der lineare Term, der von der Ableitung von f kommt. Und dann habe ich ja auch noch einen Störterm, den ich zulassen kann, der halt schneller als linear gegen 0 geht. Na, das ist jetzt also ein R, der jetzt quasi von diesem Vektor hier abhängt.
Ja, das will ich jetzt gar nicht genau da reinschreiben. Gut, aber jetzt sehe ich ja, was ich im Prinzip kriege. Ja, vielleicht schreibe ich es hier mal weiter hin. Also was habe ich? Ich habe natürlich f von g von x, und das ist ja nichts anderes als meine Funktion, die mich gerade interessiert, nämlich die Komposition von f und g an der Stelle x. Ja, und dann brauche ich jetzt irgendwas Lineares, was hier drauf wirkt. Ja, und wo habe ich das? Das habe ich natürlich hier. Ne, hier ist es Xi, und was wirkt da drauf? Da wirkt diese lineare Abbildung, und dann wirkt nochmal diese lineare Abbildung da drauf. Ne, ich habe also jetzt hier ja, das df an der Stelle g von x mal das dg an der Stelle x angewandt auf das Xi. Also klammere ich es vielleicht mal so, damit man es besser sieht. Und dann habe ich natürlich noch Restterme. Da muss ich jetzt alles sammeln, was ich. Also ich muss diesen Term hier nehmen, und ich muss diesen Term, ja, diesen Term angewandt auf das. Und ich muss mir halt überlegen, dass das alles Terme sind, die schneller als linear gegen 0 gehen. Nicht? Aber ich meine, der hier geht schneller als linear gegen 0. Wenn ich da mit einer Matrix drauf wirke, bleibt es immer noch der Fall. Und das hier ist auch einer, der schneller gegen 0 geht. Also ich meine, das sind Sachen, die muss man da natürlich rigoros machen, aber das wollen wir uns hier nicht überlegen. Also was ich da habe, ist irgendwas, was schneller in höherer Ordnung gegen 0 geht. Also genau so, wie ich es dann brauche bei der Definition der Ableitung. Ja, dann sehe ich aber, dass jetzt das f nach g an der Stelle x plus xi habe ich also geschrieben als das f nach g an der Stelle x plus was Lineares angewandt auf xi plus irgendwas, was ich vernachlässigen kann. Ja, und damit sehe ich, dass mein f nach g differenzierbar ist, und die Ableitung ist genau das, was hier steht. Ja. Und das ist genau das, was wir da oben schon vermutet haben, nur dass ich jetzt hier die richtigen Argumente hingeschrieben habe. Also wenn ich das hier an der Stelle x nehmen will, dann kommt das x hier hin, aber hier muss ich die Ableitung an der Stelle gx nehmen. Ja, also damit habe ich das f nach g ist in x differenzierbar, wenn ich voraussetze, ne, dass das g in x differenzierbar ist und das f in g von x. Dann ist das f nach g in der Stelle x differenzierbar. Und die Ableitung von der Komposition an dieser Stelle, also d von f nach g, und ich will das an der Stelle x nehmen, das kann ich einfach schreiben als das Produkt der Ableitung von den beiden Funktionen, die die Zusammensetzung ergeben, und ich muss nur die an der richtigen Stelle nehmen. Also ich habe hier die Ableitung von f an der Stelle g von x, und das multipliziere ich mit der Ableitung von g an der Stelle x. Ja? Okay, und das hier ist entweder zu lesen als Komposition von den linearen Abbildungen, hintereinander Ausführungen, oder wenn wir es konkret machen, das hier sind Matrizen, das sind die Jacobi-Matrizen von meinen Ableitungen, da stehen die partiellen Ableitungen drin, und die multipliziere ich halt einfach im Sinne der Matrizenmultiplikation aus. Gut, also das hier war die Rechnung, lassen wir die noch ein bisschen auf uns wirken, und dann werde ich gleich das Ganze nochmal als Satz formal aufschreiben.